Guten Morgen! Heute gibt es den zweiten Teil der Einführung in das Ayurveda. Ich mache keine Zusammenfassung vom ersten Teil, weil das sonst ja in der Playlist, wenn sich einer sozusagen alle Teile nacheinander anschauen möchte, einfach nur nervig ist. Die Playlist habt ihr ja zum einen hier oben in den Infokarten verlinkt und einmal unten auch in der Infobox, wo ich auch alle meine Playlisten ja, reingepackt habe. Also wenn ihr eine Gartensaison komplett anschauen wollt, dann könnt ihr das hier unten tun, also mein Gartentagebuch einfach anklicken und quasi durchweg anschauen oder die Mission Vegan 5 verfolgen oder mein veganes Tagebuch noch einmal von Tag 1 durchweg schauen, wie ich überhaupt Veganer geworden bin. Und ja, wenn ihr masochistisch drauf seid, dann könnt ihr euch auch einfach alle meine Wissensvideos am Stück reinziehen. Dafür sind die Playlists da und ja, und das ist eben die Playlist Einführung des Ayurveda und das zweite Video davon. Und ja, und entsprechend eben auch unten jetzt auch verlinkt. Ja, wir waren stehen geblieben, dass beim Ayurveda die individuellen Lebenssituationen bzw. generell die Individualität mit ins Kalkül gezogen wird, wenn es darum geht, die Gesundheit des Einzelnen wieder auf Vordermann zu bringen. In dem Zusammenhang habe ich ja auch schon die drei Doshas erwähnt: Pitta, Kapha und Vata. Ja, das sind die grundlegenden Regelkräfte oder Bioenergien, wenn es darum geht, in Harmonie mit allen zu sein. Wenn eines dieser Doshas, was man auch mit Fehler oder mit Abweichung übersetzen kann, dominiert, dann existiert keine Harmonie mehr und entsprechend ja, auch auf den Mensch bezogen keine optimale Gesundheit. Dann ist kein energetisches Gleichgewicht vorhanden und genau das wird dann behandelt. Das kann eine sporadische Störung sein des Energieflusses, aber auch eine chronische Manifestation eines zu viel oder eines zu wenig eines der drei Bioenergien. Wofür stehen denn nun die Doshas? Zum einen gibt es das Vata, was das Prinzip der Bewegung darstellt und Körperfunktionen wie das Ein- und Ausatmen, der Kreislauf, die Beseitigung von Abfallprodukten und auch die Kommunikation oder den Enthusiasmus darstellt und natürlich auch die physische Bewegung. Das ist Vata. Dann werden diesen Grundfunktionen auch Eigenschaften zugeordnet. Diese Eigenschaften nennt man im Ayurveda Gunas. Für Vata wäre das kalt, trocken, leicht, mobil, klar, flink, spröde und noch ein paar andere. Wenn nun eine der Bioenergien gestört ist, wie zum Beispiel jetzt Vata, dann treten entsprechende Gunas, also die Eigenschaften dieser Bioenergie, besonders hervor und zeigen dem Menschen dann an oder dem Arzt, der den behandelt, unter welcher Störung er gerade leidet. Und dann ist das beim Ayurveda so oder nicht so, dass die Symptome behandelt werden, sondern die grundsätzliche energetische Störung. Das ist natürlich und für unser Denken natürlich auch ziemlich fremd. Aber auch da wieder, dank an die Physik und deren zunehmende Affinität zu einer energetischen Betrachtungsweise der Welt, tritt diese ganzheitliche Denkweise nun auch bei der westlichen Welt immer mehr ins Bewusstsein. Wenn wir mal konkret werden und bei der Bioenergie, also bei dem Dosha Vata bleiben, was für die Bewegung, die Agilität steht, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene, so kann man, wenn ein Mensch unter zum Beispiel hyperaktivem Verhalten leidet, davon sprechen, dass sein Vata eventuell erhöht ist. Es ist nicht immer ganz so eindimensional, weil die Energien auch in Wechselwirkung miteinander stehen. Aber um das Grundprinzip des Ayurvedas zu verstehen, hilft dieses simplifizierte Beispiel auf jeden Fall schon einmal. Die entsprechende Empfehlung, die jetzt ausgehend von dieser Störung ja, gemacht werden würde, wäre jetzt nicht Ritalin zu nehmen, um sich besser konzentrieren zu können, da man ja eben bloß die Konzentration behandelt, eine Ausprägung, sondern dass man ja, die Eigenschaften, die dem Vata zugeordnet sind, besonders im Auge hat und diese dann entsprechend der Lebenssituation des Individuums in Gänze betrachtet und schaut, wo man dann ganzheitlich ansetzen kann. Das wäre zum einen, dass Menschen mit einer Vata-Störung ganz besonders darauf achten sollten, Ruhe zu finden und entsprechend eine Meditationsform, die auch seine umherkreisenden Gedanken, wenn man eine Vata-Störung vorliegt, diese beruhigt. Wo tägliche beruhigende Rituale eingeführt werden sollten, wo man Speisen, deren Gunas, also deren Eigenschaften, das Vata mindern und nicht fördern, zu sich nehmen sollte.
Ein Guna des Vata war zum Beispiel das Trocken und entsprechend sollte man austrocknende Speisen meiden, weil sie das Vata eigentlich immer weiter steigern. Die Einordnung der Lebensmittel anhand der Gunas im Ayurveda ist für uns nicht immer nachvollziehbar, aber man kann es nachschlagen und diese Eigenschaften wurden anhand von empirischen Erfahrungen über Jahrtausende verifiziert und sind entsprechend auch fundiert. Aber auch da kann es mitunter aufgrund der Genetik oder irgendwelcher Umweltbedingungen, Konditionierung, körperlicher Konditionierung zu Abweichungen kommen. Ja, sowohl des Menschen als auch der Art und Weise, wie das Lebensmittel produziert wurde, ob das dann immer noch den Eigenschaften entspricht. Ihr seht, Ayurveda ist wirklich ganzheitlich. Anders geht's ja auch nicht, weil eben alles mit allem verbunden ist. Austrocknen wäre zum Beispiel, wären viele Arten von Müsli. Dieses ist bei Hyperaktivität strengstens zu meiden. Das wäre auch ein Tipp für Kinder, die unter ADS leiden. Direkt schon beim Frühstück etwas darauf achten und etwas von ihrem Vata nehmen, reduzieren. Die Kinder brauchen wärmende und nährende Lebensmittel. Ideal wäre zum Beispiel laut dem Ayurveda eine gebackene Banane oder warme Getränke, aber auch da möglichst süffig, also eine warme Pflanzenmilch, ein warmer Tee reicht da gar nicht aus, weil es nicht nährend genug ist. Auch sollte man immer gleichbleibende harmonische Frühstückszeiten, ein angenehm beruhigendes und warmes Klima im Raum haben, um Vata zu reduzieren. Solche Dinge kumulieren dann zur Genesung eines, einer ganzheitlichen und auch chronischen Vata-Störung, wie es zum Beispiel bei Menschen mit ADS der Fall ist. Das ist die Art und Weise, wie man gesundheitliche Störungen auch behandeln sollte. Auch das sagt meine Intuition. Zur Komplettierung nun auch mal die grundlegenden Funktionen der beiden anderen Doshas. Da wären zum einen Pitta, was Pitta ausgesprochen wird, was mit Temperatur, Weichheit, Intelligenz, Ausstrahlung, Verdauung, Hunger und Durst assoziiert wird, und was den Eigenschaften, also den Gunas, was dazugeordnet wird, ist leicht, heiß, ölig, flüssig, sauer und scharf. Und entsprechend, wenn dann zum Beispiel jemand über Hitzewallungen klagt, dann könnte sein Pitta gestört sein und dann muss man wieder entsprechend seiner Lebenssituation und seiner Ernährung das alles drauf anpassen und dann regeneriert der Körper ohne Medikamente und kommt zurück in den Gleichklang mit der Natur, indem man eben das Pitta im Leben des unter Hitzewallenden Leidenden minimiert. Das dritte Dosha ist das Kapha. Die assoziierenden Funktionen sind Stetigkeit, Gewicht, Kraft, Ausdauer, Geduld und Zusammenhalt. Entsprechende Gunas sind kalt, schwer, feucht, schleimig, unbeweglich und süß. Und da erkennt man schon, dass alles nicht so eindimensional ist. Da zum Beispiel bei Vata ich gesagt habe, dass kalt ein Guna ist und bei Kapha auch. Und das ist eben auch im ayurvedischen Bereich der Fall, dass man nicht alles in statische Form pressen kann, sondern dass alles Energie ist, dass alles zusammenhängt. Und dass man darf Ayurveda nicht als statische Lehre betrachten und man muss ein Gefühl dafür entwickeln und kann sich nicht wie in der westlichen Medizin, wie da immer vorgegangen wird, okay, Eigenschaft Vata ist kalt, Vata ist gestört und deshalb das. Also so eindimensional, das geht nicht. Es muss natürlich simplifiziert dargestellt werden, um einen Ansatz zu haben, aber man muss ein Grundgefühl für diese Energien besitzen und entwickeln. Und entsprechend auch nochmal der Hinweis, nicht von dem Arbeitsamt finanzierten Ayurveda-Beratern zu gehen, sondern die irgendein Zertifikat an der Wand hängen haben und irgendeine Prüfung abgelegt haben, wo sie lediglich irgendwelche Worte erlernt und reproduziert haben, ähnlich wie die diversen Ernährungsberater, die auf uns einströmen derzeit, sondern zu den Menschen zu gehen, die jahrelange intensive Erfahrungen mit dem Ayurveda haben oder selber an euch und eurem Bekanntenkreis zu forschen und Stück für Stück ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Zusammenhänge wirken. Ne? Beim Ayurveda geht es um ein grundlegendes Verständnis auf der Körperebene und im Zusammenhang damit eben diesen drei Bioenergien und nicht das Auswendiglernen der Doshas, der Gunas und der Funktionen. Ja. Neben den Gunas gibt es auch noch die Mahabhutas, die für die Grundlage der Doshas auf elementarer Ebene sind. Das sind Feuer, Wasser, Erde, Luft und der Raum. Entsprechend man die Gunas zu den Doshas zuordnen kann, kann man dies auch bei den Mahabhutas, und so wird der Raum und die Luft dem Vata zugeordnet, die Wasser und der Erde dem Kapha und das Feuer
das Peter und in kleinem Maße wird Peter auch noch Wasser zugeordnet, aber das ist jetzt erstmal egal. Und analog dem Mahabhutas können auch Körperbestandteile assoziiert werden, die damit in energetischer Verbindung stehen. Erde als grobe, stabile Erscheinungsform ist mit den Knochen, dem Zellgerüst, den Nägeln, den Haaren und generell mit den Stützsubstanzen in Verbindung. Wasser ist die Energie der Körperflüssigkeiten. Feuer ist die Verbindung mit der Wärme und ja, die Energie im Körper. Luft ist mit Gasen und flüchtigen Stoffwechselprodukten assoziiert. Und der Raum ist in der Tat auch mit den Hohlräumen im Körper oder Erscheinungen wie Zysten oder sowas assoziiert. Ja, und anhand der Gunas und der Mahabhutas und entsprechender Körperfunktion hat man im Laufe der Zeit den Körper auch so in drei Zonen eingeteilt. Von Kopf bis einschließlich der Brust, also hierher, sagt man, ja, das ist so Kapha. Magen und Darm gegen, das bis hierher ist Pitta, und alles was drunter ist, ist eben Vata. Bloß auch da muss man vorsichtig sein, denn auch die alten Inder haben ein Gehirn, was auf Mustererkennung basiert und haben immer weiter versucht, das Ayurveda zu beschreiben und es sozusagen zugänglich zu machen und entsprechend an folgende Generationen das so zu vermitteln. Aber mit jeder Pauschalisierung, Generalisierung, Vereinfachung läuft man die Gefahr, die Ganzheitlichkeit aus den Augen zu verlieren. Und dann ist es egal, ob im Ayurveda, in der Physik oder im alltäglichen Leben, da hat man immer die Problematik, dass man sich dann, wenn man die Ganzheitlichkeit aus den Augen verliert, dass man sich der Realität entfremdet. Und dann ist es wieder ganz schwer, in den Flow der Harmonie zu kommen. Ja, das wäre mal so kurz zusammengeführt, zusammengefasst die drei Doshas und eben entsprechend ihre assoziierenden Gunas und die zugrunde liegenden Mahabhutas. Im dritten Teil werde ich versuchen mit euch einen gemeinsamen Konstitutionstest per YouTube zu machen. Aber das braucht einiges an Vorbereitung und ist auch nicht so leicht als Video. Aber damit ihr zumindest eine Ahnung habt, wo vielleicht bei euch die Reise so hingeht, welche Konstitution ihr habt und neben dem grundsätzlichen Wissen über Ayurveda vielleicht sogar in dieser Reihe etwas Praktisches für euch ableiten könnt und rausziehen könnt, wäre das eigentlich ein Wunsch von mir, das sozusagen im dritten Teil zu bringen. Muss ich mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video und wenn ihr auch die nächste Folge der Ayurveda-Reihe nicht verpassen wollt, dann abonniert mich hier oben, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich freue mich wie immer über kurzes oder längeres Feedback zum Video, ob alles verständlich war, ob ich vielleicht doch wieder zu schnell geredet habe, da habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, und auch eure Gedanken zum Thema Ayurveda. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Ciao.